Guten Abend, meine Damen und Herren, zur Medienkonferenz im Anschluss an das heutige Spiel FC Zürich Neuchâtel Xamax in Stand 1:0. Wir haben beide Cheftrainer hier, Michel Decastel und Uli Forte. Ich bitte beide Trainer um ihre kurze Statements zum Spiel. Herr Decastel wird es auf Französisch machen, der Annahme, dass wir alle das Französisch gut verstehen. Voilà, c'est un match. Félicitations d'abord à Zurich parce que je pense que sur l'ensemble du match, il mérite la victoire. Mais je pense que la première mi-temps, on a trop respecté Zurich. On avait peur de. Ouais, on n'était pas dans notre vrai jeu, surtout au milieu de terrain. Bon, ils ont gagné l'impact physique au milieu puisqu'ils sont quand même plus costauds. Et je pense que c'est là qu'on a perdu le match. Mais bon, sinon, bon, fin de deuxième mi-temps, on s'est créé quelques petites occasions, une belle et quelques autres. On a essayé de presser un peu plus en fin de match pour essayer d'égaliser. Je pense que aujourd'hui, on a vu la différence entre une équipe qui a le potentiel de jouer en Super League et puis une bonne équipe de challenge. Ja, es ist der erwartete harte Match geworden, wie wir das im Vorfeld gesagt haben. Xamax ist eine sehr, sehr spielerisch starke Mannschaft mit guten Individualisten drin. Und darum haben wir gewusst, dass das ein sehr schwieriger Match wird heute. Trotzdem haben wir sofort gespielt, ich habe die Tank genommen und sofort probiert, Druck zu machen in der ersten Halbzeit. Haben sofort versucht, auch spielbestimmend zu sein. Leider ist dann bei diesen Chancen, die wir hatten, kein Goal gefallen. Und darum habe ich dann in Tausenden gesagt, die Jungs, es braucht Geduld. Es wird ein Geduldsspiel. Und so ist es auch rausgekommen. Der eine Treffer, sehr schön rausgespielt zwar, aber der eine Treffer hat dann den Match entschieden. Xamax hat dann je länger, desto mehr alles vorgerührt. Hat noch den Dante Sänger als grossen Stürmer eingewechselt. Und dort haben wir einmal in einem Missverständnis von allen mit dem Manins haben wir im Moment müssen zittern. Dort hätte auch ein 1-1 fallen können. Ansonsten bin ich froh, haben wir wieder können zu Null spielen und die wichtigen Punkte heute hier in Zürich haben. Frage an die beiden Herren. Wie Castello auf Französisch, bitte. Danke fürs Kommen und einen schönen Abend. Merci.